Mit der heutigen Vernissage beginnt die Ausstellung Einfach staunenswert von Johann Weiringer in der Reutener Dengel-Galerie. Der Salzburger Künstler stellt bis zum 12. September zahlreiche Aktbilder in verschiedenen Techniken aus, die in den letzten Jahren entstanden sind. Ich möchte Sie hier im Namen des Galerievereins sehr, sehr herzlich begrüßen. Besonders begrüßen möchte ich heute eine amtierende und Altbürgermeisterversammlung, eine kleine. Ich fange gleich einmal an mit Altbürgermeister Singer Siegfried, hinten in seiner Stammecke. Altbürgermeister Helmut Wiesenek. Ja, und unseren Bürgermeister Anders Kuba. Frau Vizebürgermeisterin Elisabeth Schuster. Einen ganz zahlreichen Gemeinderat der Gemeinde Reute. Freut mich besonders, dass das immer mehr werden. Super. Ja, der Johann Weiringer, ein Mensch, so facettenreich wie sein eigenes Werk. Am liebsten macht er mehrere Projekte zugleich. Aber ich glaube, am liebsten würde er sich klonen können, damit er gleichzeitig hier in Reute sein kann, in seiner Werkstätte, in Osttirol am Steinbruch und vielleicht noch irgendwo auf dieser schönen Welt, zum Beispiel in Rom, wo er sich in seinen Arbeiten Welten kreiert, wie er sie wahrnimmt. Als ein optimistisches, positives Weltbild, ohne jede Ironie, ohne Zynismus, authentisch und nachvollziehbar. Aber er arbeitet auch in großen Dimensionen, er denkt nicht nur sehr global. Und eines seiner größten realisierten Werke im öffentlichen Bereich befindet sich auf dem höchsten Berg Österreichs. Es sind schon mehrere Menschen hier, die hier einen Aha-Effekt erlebt haben. Ah, ich habe sie schon gesehen, Lüpitzer zum Beispiel, oder sind Christian ist auch aufgekommen, dass ich, warum ihm der Name bekannt vorkommt. Er hat nämlich auf der Franz-Josefs-Höhe den Wellenberg installiert. Das ist eine begehbare steinerne Skulptur, gekrönt von einem monumentalen bronzenen Boot. Akte, besonders der weibliche Körper, ist ja eine sehr beliebte Königsdisziplin in der Malerei. Und seit ich hier in der Dengel-Galerie die Aktivitäten mitgestalten darf, war es schon immer mein Wunsch, hier dazu eine ganz besondere Ausstellung zu finden. Ich habe sie gefunden, Gott sei Dank. Und dass wir hier dafür den Johann Weiringer gewinnen konnten, da sind wir alle sehr stolz darauf. Und es ist uns eine große Ehre. Und eine noch größere Ehre ist es natürlich, dass du den weiten Weg hierher gefunden hast, nach heute ins Außerfern. Das ist der Granit, der passt besonders gut zu dem Graukessel, den du so gern isst, ja, und den Bergkessel. Ja. Herzlichen Dank. Danke. Was eine wichtige Sache ist, ist mir, also nicht da jetzt Wertigkeiten bringen, was ist abstrakte Kunst und was ist Sachen, die man oft bezeichnet, was eine modische Geschichte momentan vielleicht auch ist. Dieses unwahrscheinliche, wichtige Gefühl in einem, dass man es machen muss, noch wichtiger ist, dass gemacht ist. Das ist so, was mir wirklich da anhält. Und da denkt, und da ist, das ist das Wunderbare an der Kunst, im Endeffekt denkst du nicht an das, ob das jetzt ein Geld verdienst damit, sondern es geht nur um diesen schöpferischen Akt. Intensive Farbgebung gefällt mir ganz besonders gut und die eigene Symbolismus zeichnen also seine Kunstwerke aus. Und als Kunstfreund, muss ich sagen, bin ich wirklich fasziniert von der hohen Qualität deiner Werke und ganz besonders von der offenen und direkten Art, die deine Werke zum Ausdruck bringen. Da muss ich sagen, als Gemeindechef, wenn man es so bezeichnen will, würde man das in der Politik auch wünschen, dass man sehr offen und direkt die Dinge anspricht.
die Ausstellung mit Johann Weiringer zu dem Thema einfach staunenswert recht herzlich eröffnen. Danke.